So, und da tauche ich auch wieder auf. Hey ho, und so. Haben wir da übrigens auch mal in Minecraft 1.0 den ersten Tod erlebt. Erste Game Over. Letzte Folge war ja etwas unglücklich, wurde ich von einem Creeper in einer Höhle in die Ecke gedrängt und konnte auch nicht raus, weil ich in einer Wasserströmung stand. Und ja, da war es dann aus mit mir. Jetzt habe ich so ungefähr gute, ja, 20 Minuten Schwimmen hinter mir, da ich mir ja auch kein Boot herstellen konnte von unserem Spawnpunkt, von der ersten kleinen Insel hier hin. Da wuchs immer noch kein Baum. Also bin ich einfach kurzerhand geschwommen. Zwischendurch hatte ich mir noch ein Boot gebaut von einem einzigen Baum, der irgendwo rumstand. Das war aber dann auch schnell kaputt, weil ich wieder gegen Schilf gefahren bin hier vorhin. Naja, ist auch alles nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück und habe euch die Tortur erspart. Ich tauche jetzt direkt nochmal da runter. Ich weiß ja nicht, obwohl das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr riskant. War das denn überhaupt hier? Irgendwo war das doch hier, ne? Dass ich hier. Da ist das vielleicht gar nicht der See hier. Doch hier ist es, glaube ich. Ehrlich gesagt, nee, also mir ist das jetzt doch zu riskant, da jetzt nochmal so ohne Waffe und ohne alles runterzutauchen, nur weil ich noch sauer bin oder so, das hat ja keinen Zweck. Nee, ich werde mir jetzt einfach lieber nochmal eben in meiner Höhle da hinten. Oh, das war hier vorne, ne? Ah, ich habe überhaupt keine Orientierung hier, so ein Schlamassel. Naja, ich werde jedenfalls mir erstmal nochmal eine Waffe herstellen, was man sonst noch braucht. Und dann möglichst auch dann, puh, versuchen nochmal ein bisschen an Wolle zu bekommen, bevor die Nacht kommt. Das ist ja sonst. Also in der letzten Folge habe ich noch so getönt, was für ein Glück wir haben mit den Schafen. Und ja, das war es dann auch schon wieder direkt, ne? Man sollte das halt irgendwie nie so herausfordern, das Schicksal. So, mal gucken, was ich denn hier noch so alles in der Kiste habe. Ach, an diese neuen Geräusche muss ich mich wirklich gewöhnen. Hatte ich auch die ganzen Steine dabei? Ach, nee. Ach. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich die wiederfinden werde, die Klamotten da unten in der Höhle. Das ist aussichtslos, denke ich mal. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Was lasse ich hier? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, wir müssen nochmal bei Null anfangen praktisch. Macht aber nichts. Wir brauchen ein bisschen eine Waffe und ein wenig Schlaggedön. Das brauchen wir jetzt nicht, aber vielleicht. Ja, nee, das sollte ja reichen. Das sollte ja wirklich reichen. Wobei, hier, das ist keine schlechte Idee. Holz ist uns ja auch jetzt verloren gegangen, also brauchen wir auch eine Axt. Das ist jetzt schon vorteilhaft. Gut, jetzt schaue ich mal schnell raus. Die Hühner hole ich mir natürlich. Ganz klarer Fall. Aber ich brauche dringend ein Schaf, damit ich mir den Spawnpunkt neu setzen kann. Das heißt, ein Schaf. Ich brauche jetzt drei Schafe. Ich habe ja auch keine Schere mehr. Also geben erschlagene Schafe, geben hier nur ein Stück Wolle ab. Ja, da stehen noch meine Schafe, aber die sind natürlich noch immer geschoren. Und, na. Wo habt ihr denn mal Kollegen? Hey, wo habt ihr Kollegen? Ist übrigens ein schöner Platz hier so, ne? Fällt mir ganz gut. Schwein. Hau doch nicht ab. Oh. Ah, interessant. Sind das Schafe? Hurra! Und auch noch genug. Also das ist sehr schön. Einmal.
zweimal, dreimal, haha, und das vierte hole ich mir dann auch noch. Jetzt sind wir ja noch so schön in der, hier unterwegs, was soll's. Vier Stück Wolle. Und jetzt laufe ich auch zurück. Das wird, glaube ich, auch Zeit. Das ist genau richtig im Timing. Das ist, glaube ich, auch richtig. Da hinten müssen wir noch hin zu unserem Zipfelberg. Unterwegs ruhig nochmal ein bisschen Futter mitnehmen, ne? Kann ja nicht schaden. Hühnchen haben wir jedenfalls genug. Ah, das ist sehr gut. Wobei ich die Nacht dann gleich doch noch gedenke, noch ein bisschen besser zu nutzen. Um dann doch nochmal ein bisschen Steine zu schlagen. Aber wenigstens, dass hier die Hacke nochmal, die Holzhacke verbraucht wird. Oh, was ist denn das da? Noch vergessen. Manchmal sind die so ein bisschen träge. Oder ich bin zu träge. So. Natürlich nicht vergessen, auch wieder zuzumachen. Ah, müssen wir das gute Holz für nehmen diesmal. Gut, aber viel ausbauen werde ich hier jetzt nichts mehr, weil... Oh, das kommt aber genau jetzt hin mit dem Holz, was ich noch hier habe. Am besten auch direkt verarbeiten. Und ein Bett bauen, also sonst... stehe ich dann wieder doof da. So. Und jetzt wird noch ein bisschen in den Boden gekloppt. Hier, diese ganzen Ecken, die kann ich doch noch gut und gerne so ein bisschen raushauen. Das passiert halt. Game over ist immer schlecht. Wenn man dann vor allem auch keine Zeit mehr hat, darüber zurückzukehren zu dem Punkt des Grauens, das Punkt des Versterbens. Ja, weiter noch ein bisschen, das reicht noch nicht an Steinen. Ganze Hacke werde ich jetzt verbraten, rigoros, also macht euch da keine Hoffnung. Das müsst ihr jetzt mit ertragen. Ihr habt mich schließlich in diese Höhle hineingetrieben, seid doch ehrlich. Freiwillig wäre ich doch da nie reingegangen. Ich war etwas überrascht, dass ich da so runtergezogen wurde und da war es auch sehr dunkel. Ich konnte kaum was sehen. Und in dem Moment, wo ich mich dann ein bisschen orientieren wollte, war es natürlich vorbei. Da kam erst der Zombie und gleich hinterher ein Creeper und dann hat man natürlich kaum eine Chance. Oh. Das mysteriöse Rauschen ist Regen. Regen ist insofern jetzt nicht so von Vorteil, da er dann auch morgen früh wahrscheinlich noch sein wird. Oder wenn ich jetzt schlafe, dass es vielleicht eine Wetterverbesserung gibt. Das kann natürlich auch passieren. Erstmal mache ich Projekt Steinekloppen fertig. So machen, dass ich auch wieder rauskomme. Hier lasse ich mal so eine kleine... Oh, Kohle! Ah, aber bloß mit Holzhacke gehauen. Das ist natürlich keine gute Idee gewesen. Das Kohlestück... Ach nee, doch, es hat geklappt im Fall von Kohle. Okay. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? Das ist ja so... der Anfängerkram hier mit den ersten Hilfsmitteln. Das ist ja nun wirklich alles noch... Was war das jetzt für ein Geräusch? War das jetzt, weil die Hacke kaputt ging, oder wie? Also ein bisschen irritierend. Gut, dann lege ich mich mal hin. Und bin auch ganz beruhigt, denn dadurch ist jetzt auch wirklich mal die Sache mit dem Brutpunkt so ein bisschen erledigt. Und so eine blöde, weite Reise muss ich nicht nochmal machen. Auch der Regen hat jetzt nachgelassen. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal erstmal hier mit der Kiste auseinander. Lassen das kostbare Zeug hier. Ach, das hätte ich auch noch machen sollen. Mal ein bisschen nachlegen. Ach, guck mal, da können wir uns nochmal eine Schere bauen. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen verschwenderisch mit dem Silber. Ja, was soll's. Ne?
Geizhälse waren wir gestern. Jetzt sind wir mal ein bisschen verschwenderisch. Hier alles rein, was geht. Und einfach mal ein bisschen Nahrung braten. Eine neue Schere bauen. Jetzt sind wir schon fast wieder auf dem alten Level, auf dem alten Stand. Jetzt brauchen wir nur noch so ein bisschen vielleicht bessere Werkzeuge hier. Eine bessere Waffe auf jeden Fall. Die nehme ich dann jetzt noch zum Tiere schnetzeln. Und dann hier, da bauen wir jetzt mal eine schöne Steinhacke. Ja. Toll. Knirsch. Aber ich denke, das Geräusch geht ganz in Ordnung. Es ist nicht ganz so nervig wie Türen. Ach, die Türen werden wir uns natürlich auch gleich mal anhören. Was heißt gleich? Irgendwann jetzt mal. Ich brauche erst vor allem wieder Holz. Ah, ich nehme jetzt einfach ein bisschen Wind mit hier und dann den Rest, den lasse ich jetzt hier noch. Damit wir hier mal weiterkommen. Hier könnte man zum Beispiel eine Tür reinbauen. Warum nicht, ne? Ist ein bisschen bequemer. So, erstmal ein bisschen Entfernung machen hier. Schön. Dann laufen wir hier mal so durch. Wo war das denn, wo ich gesagt habe, es sei schön? Hier unten irgendwie, ne? Oh. Creeper. Aber der Blödmann hat doch, hat gedroppt. Ah gut, dann nehme ich alles zurück. Ne? Wollte ihn schon beschimpfen, so. Soll man ja eigentlich sowieso nicht machen. Ne? Die Verstorbenen auch noch beschimpfen. Aber er hat ja wenigstens mal so zwei so Brausepulver da gedroppt. Und das finde ich ganz gut. Fand ich sehr nett von ihm. Jetzt wollte ich hier noch ein bisschen weiterlaufen. Irgendwo habe ich doch gesagt, es sei schön. Wenn ich einen Hof baue, dann möchte ich den natürlich auch so ein bisschen in der Nähe von so einem Wasser bauen. Das wäre doch nicht schlecht. Was ist denn da unten an dem Tümpel, wo wir auch sowieso noch dann rein müssen, wohl über übelst? Das sollten wir jetzt auch tun. Wisst ihr, warum halte ich mich jetzt hier so auf? Ne? Komm, wir müssen da gucken, was da los ist. Vielleicht liegen unsere Sachen ja tatsächlich noch da. Ich glaube, hier war das. Ja, eher nicht. Oder bin ich hier? Geht es noch weiter runter? Kann das sein? Geht es noch weiter runter? Nein, das ist irgendwie jetzt hier so aus. Okay. Dann war das jetzt irgendwie der falsche Eingang. Ist mir jetzt auch wurscht. Die Sachen sind eh weg jetzt. Da mache ich mir gar keine Hoffnung. Also, dass ich da jetzt noch mein Zeug wiederfinde, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin so hin und her gerissen, ne? Also entweder, ach, ich finde beides ganz gut. Da jetzt reingehen, das ist alles irgendwie auch falsch. Das ist alles überhaupt hier nicht richtig. Oder ist durch diesen Creeper irgendwie. Ah, hier ist das gewesen. Ja, aber hallo. Hier war das doch. Ich dachte erst, dass vielleicht durch die Explosion dann auch oben irgendwas kaputt gegangen wäre. Mal hell machen. Wo sind die überhaupt dann hergekommen? Hier bin ich irgendwo ungefähr gestorben, oder? Hey! Plopp macht das. Was ein doofes Geräusch. Das ist aber kein gutes Geräusch. Vor allem habe ich keinen Bogen. Ich bin völlig ungeschützt hier. Auch sonst überhaupt nichts mit hier jetzt. Ach du meine Güte. Mal eben essen. Ja, das Geräusch finde ich jetzt echt nicht so richtig toll. Also, das klingt irgendwie. Naja. Mist. Okay. Den habe ich beseitigt. Ich bin natürlich immer noch völlig aufgelöst, mehr oder weniger.
Das ist aber auf jeden Fall schon mal eine gute Höhle, glaube ich, ne? Oh. Hier sollte ich dann auch dicht machen. Jetzt auch nicht weiterlaufen, weil ich ja noch so sehr verletzt bin. Gut, die Ressourcen werde ich mir jetzt holen. Ja, meine Sachen sind weg. Die müssten jetzt hier unten am Wasserfall liegen. Ja, aber wie gesagt, das war eine hoffnungslose Angelegenheit. Reichlich Silber, das ist sehr schön. Da haben wir sehr schöne Verwendung für. Ist noch hell draußen, auch sehr gut. Jetzt werde ich mir auch oben mal merken, wie ich hier in die Höhle komme. Jetzt muss ich auch mal rausfinden, wie ich hier am besten wieder hochschwimme. Und noch ein bisschen Ressourcen mitnehmen, was ich hier noch so kriegen kann. Die Fackeln sollte ich jetzt auch mal hier unten stehen lassen, damit ich hier nicht schon direkt immer am Anfang überrascht werde von irgendwelchen Viechern. Ja, und einfach mal hier hochhüppeln. Das ist natürlich, da oben ist ja ein See, da werde ich jetzt kaum hier noch so richtig abtrennen können, das Wasser. Aber ich komme hier gut hoch. Hier nochmal tauchen irgendwie. Wie geht's, wo geht's lang? Hallo? Hier. Ach, ist doch wunderschön. Ach, jo. Herrlich. Okay, das ist der letzte See hier in diesem, das letzte Wasserloch da in diesem See hier. Ah ja, okay. Das werde ich mir wohl merken können. Überall Eier, ne? Es ist unglaublich. Ah, nee. Jetzt suche ich noch mal eben kurz die Stelle, wo ich meinte, es sei schön. Das habe ich jetzt nun immer noch nicht erledigt. Was ist denn hier zum Beispiel? Da drüben, wo immer noch meine Schafe stehen. Da, wo meine Schafe stehen. Hier mit Bäumen. Also hier ist doch ein schönes Land für, was weiß ich, Ackerbau. Ein schönes Haus passt hier hin. Ja, aber erstmal müssen wir hier noch ein paar Bäume umknolzen und dann nur so machen, damit das hier mal langsam, damit wir wieder Holz so ein bisschen ansammeln. Prima. Ja, richtig mal so ein paar Bäume abholzen hier, damit das Land auch größer wird. Das Bauland, das potenzielle. Ich denke mal, es könnte doch schön sein, hier unten so ein Gehöft anzulegen. Gutes Haus und Zäune und alles, was so dazugehört, ne? Aber hallo. Ihr könntet ruhig auch mal wieder Wolle bekommen. Perfekt. Das sind perfekte Bäume. Wie sieht's aus? Zeitlich? Oh, es ist auch, ist noch okay. Ich könnte die Zeit nutzen, hier noch so ein bisschen von dem Zeug abzuschneiden. So viel brauche ich davon ja Gott sei Dank nicht. Ich werde ja nur ein paar Stück mitnehmen. Die vermehren sich ja wie Hölle. Oder wie die Pest. Auch die Setzlinge werde ich mitnehmen. Da werde ich mir eine schöne Baumschule von bauen wieder. Ne, das ist immer einfach viel besser, weil man hat das Holz dann immer direkt auf Lager. Man muss nicht lange rumsuchen und rumholzen und die Natur zerstören. So, laufen. Ein bisschen sprinten, das habe ich inzwischen auch gelernt. Sogar dabei zu springen. Ah. Ich bin ja auch nicht von gestern. Eine Tür wollten wir noch bauen. Jetzt, wo ich es gerade sehe. Aber wir haben ja auch so noch kaum Erde und sowas, ne? Ja. Alles klar. Okay, ich mache hier mal zu, wieder so provisorisch. Oder kriege ich da jetzt mal eben auf die Schnelle kommen? Was kriegen wir doch noch hin? Ja, doch nicht so.
Machen wir das mal so. Da kommt hier eine Tür rein. Und dann ist gut. 6 Holzstückchen, Holzplanken und dann geht es auch schon ab. Ja, kann da ruhig liegen bleiben, das hole ich dann ja gleich wieder. Und schnell rein. Oh. Aha. Ja, ist ganz okay. Ja. Ja, ich denke mal, die Geräusche lasse ich gelten. Ganz gut geworden. Okay, jetzt werde ich mal ein bisschen sortieren und wieder kostbare Dinge hier lassen und wieder Nahrungszeug schmelzen und sonst was. Ne? Brauche ich euch jetzt nicht zumuten. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. In der nächsten Folge werde ich mal versuchen, vielleicht schon so eine Art Fundament abzustecken für ein, ja, zukünftiges Bauernhäuschen oder was auch immer mir da so vorschwebt. Und dann bis dann erstmal. Tschüssi.